Oh, Kamera ist ja schon an. Ho, die war schneller als ich. Hi, ihr Süßen. ja, jetzt gibt's ein Nagellack-Video von mir sozusagen. Und zwar habe ich eine kleine Info für euch. Es weiß nicht, ob ihr in der Nähe einen Teddy habt. Also die Alicia hat euch schon mal die Schmucksachen von Teddy gezeigt. Und also Teddy ist so ein Euroladen, wer es nicht kennt. Es ist mit so einem blau-gelben Logo mit einem Teddybär, glaube ich, oder so einem Eurozeichen, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein Euroladen. Und ich finde, der hat echt ganz schöne Sachen und langsam steigert er sich auch in Kosmetik und in Schmucksachen so ein bisschen. Denn, also Lidschatten so habe ich nie getestet, kann ich nichts dazu sagen, aber die Nagellacke. Also da habe ich jetzt drei gekauft. Und zwar fange ich mal an mit diesem hier. Der hat hier so ein absolut kitschiges Motiv vorn drauf. Also ich finde es grauenhaft, ehrlich gesagt, aber der Nagellack ist schön. Also ihr seht ihn ja hier durchschimmern. Das ist so ein total schicker, ja, was ist es denn? Das hat so einen rosa Goldschimmer. Also ich weiß nicht, ob es auf dem Nagel gerade euch zeigen kann. Wenn ich so abfinde, so geht schon mal los. Also, wo hab ich denn? Da ist er. Ich glaube, das erkennt man wahrscheinlich nicht, okay, oder? Guck mal. Also dieser letzte Ton hier oben, also dieser hier, der hat so einen leichten, ja, ich sage goldrosa Schimmer. Und ich finde den sehr, sehr schön. Ich weiß auch nicht genau, ob ich ihn jetzt so auf den Nagel allgemein tragen würde, aber ich denke mal, als Überlack, auf dem normalen Nagellack, sieht das sicher toll aus. Also ich dachte, für 1 Euro, also die kosten ja alle 1 Euro, nehme ich ihn mit. Dann habe ich einen, so einen grau-lila Ton entdeckt. Na? Also ihr seht jetzt hier leider nur grau. Also ihr müsst euch das jetzt noch ein bisschen lila vorstellen. Ich mache mal das Licht wieder aus. Ah ja, genau, jetzt seht ihr es besser. Also das ist ein grau-lila Ton, wie ihr seht. Den habe ich euch auch geswatcht. Und ich hoffe, ihr könnt Zwar. es erkennen. Also dieser hier. Und das ist eben so ein. Das ist eben so ein, also da, dieser hier, so ein, ja, grau, lila, irgendwas, heiß, irgendwas Farbton. Und ich fand ihn ganz interessant und für 1 Euro dachte ich mir, nehme ich ihn mal mit. So, aber mein Highlight von Teddy, also deswegen mache ich das Video überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, ich bin so ein ziemlicher ich bin so ein ziemlicher Mattnagellack-Fan. Und Teddy hat für 1 Euro Mattnagellacke rausgebracht. Ich habe sie noch nicht auf den Fingern getestet, aber auf den Nagelrädern. Und ich finde, da machen sie schon einen ziemlich guten Job. Also ich kann sie euch mal zeigen. Also in der Flasche sehen sie schon mal so aus. Also, diese zwei hier. Das ist einmal so ein wunderschöner grün Petrolfarbton und hier so ein ganz, ganz dunkler Brombeerton, würde ich jetzt mal so sagen. Sie kosten, wie gesagt, 1 Euro. Hier nochmal der Beweis. Und sie sind tatsächlich matt. Also ich bin relativ erstaunt, dass Teddy sowas rausbringt, wo es nicht mal die normalen Firmen rausbringen, dass sie normale Na Matt dass sie normale Mattnagellacke rausbringen, weil diesen Überlack finde ich zwar ganz toll, aber ich finde es einfach, es ist noch was anderes, als wenn der Lack selber matt ist. Also, ja. Und, also der lila Brombeerton, das ist dieser hier. Der sieht jetzt hier hauptsächlich schwarz aus, aber das ist eben so ein ganz dunkler Farbton. Und, der sieht echt cool aus. Also, ich finde den sehr stylisch. Also, das ist wirklich so ein ganz dunkles Brombeer. Also, ich finde den echt stylisch. So, und dann, welcher mir noch viel besser gefällt, vielleicht könnt ihr euch an Catrice erinnern, an die, ich weiß den Namen wieder nicht, aber da war so, also die letzte Catrice Allée, da war dieser Petrolfarbton dabei, weiß ich, den habe ich auch letztens mal getragen, dieser hier, und jetzt kommt eben der von Teddy, dieser hier, und das ist im Prinzip der gleiche, nur in matt. Gleiche Farbton. Und ich finde das so schön, also ich mag matte Nagellacke sehr gern. Sieht irgendwie so vollendet aus. Also, oh. Auftrag war absolut genial. Also eine Schicht ist das jetzt hier jeweils gewesen. Und ohne Streifen, ohne Ähnliches, also für 1 Euro Lack. Also wenn die jetzt noch gut trocknen auf den Nägeln,
dann bin ich happy. Also dann finde ich super. Also diese vier Lacke habe ich mir eben von Teddy gekauft. Und wer einen Teddy hat, schaut doch mal rein. Da gibt es noch mehrere Farben. Also das sind, also die Lacke, die Matten waren es die einzigen. Es gab noch einen Überlack, einen Matten und eben noch ein paar andere Farbtöne. Und das sind so die normalen, die Standard-Nagellacke von Teddy. Aber die sind jetzt eben neu und da bin ich echt begeistert und ich hoffe, dass da noch mehr kommen. Also Teddy, halt dich ran und mach mehr davon. Super Idee. Dann habt ihr vielleicht schon auf meinen Nägeln diesen Nagellack entdeckt hier. Und den habe ich jetzt auch aus der Grabbelkiste sozusagen von M&Y rausgezogen. Das war einer für 1 Euro, der noch irgendwo übergeblieben ist. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt. Nee, es war eine LE, sehe ich hier hinten gerade. 611A. Also es muss eine LE gewesen sein. Ich weiß nicht welche und ich weiß nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Also, wisst ihr das noch, wo der her war? Also, ich habe keine Ahnung. Steht ja auch leider nie drauf. Also, das ist das Problem hier immer bei den M&Y-Sachen. Man weiß nicht, wo die, aus welcher LE die stammen. Aber ich finde den absolut schön. Und das ist, finde ich, ein totaler Herbstlack in meinen Augen. Also, das hat so einen Bronze-Ton und erinnert mich so an so Herbstlaub. Also ich habe da schon so ein bisschen Ideen, was ich mit dem jetzt noch anstellen werde. Vielleicht gibt es da noch ein Nagellack-Tutorial damit. Also ich muss mal gucken. Irgendwas werde ich aus diesem Nagellack noch machen. Weil ich finde den echt geil. Seht ihr das? Also wer ihn noch findet, nehmt ihn mit. Der ist echt geil. Und eine Schicht. Ne? Eine einzige Schicht. So. Ja, genau. Wenn ich schon bei Nagellacken bin, zeige ich euch nochmal ganz schnell diese Nail Drops. Also ich. Das ist jetzt sozusagen so eine kleine Schnellreview. Diese Nageldrops von Essence, die sind neu im Sortiment und die gibt es im Standardsortiment. Kosten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 2 oder 3 Euro, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Sind nicht so teuer. Also, ihr habt hier drin eine kleine Mini-Pipette. Also ihr seht das vielleicht, hier kann man oben drauf drücken und dann kommen hier die Tropfen raus. Ihr tropft echt vielleicht ein, zwei Tropfen auf einen Nagellack. Je nachdem, wie lang euer Fingernagel ist. Also ich brauche zwei, bei mir rennt es immer dann die Rillen runter und dann ist es nicht wirklich auf dem ganzen Nagel. Deswegen mache ich einmal hier, setze ich einmal ganz oben an und einmal noch ein Stückchen weiter unten. Also ich kann es euch ja gerne mal schnell zeigen. Der Nagellack ist zwar jetzt schon trocken, aber nur damit ihr seht, wie ich das jetzt mache eigentlich. Also, ich gehe hier eben oben drauf, so wie ich, dass ihr das sehen könnt. Einmal hier. Und dann seht ihr, hat es jetzt so eine Spur gezogen und ist nicht auf dem ganzen Nagellack. Deswegen tropfe ich dann einfach nochmal hier ab der Mitte nochmal drauf. Drehe den Nagel so, dass es nach unten laufen kann. Und jetzt seht ihr schon, dass der ganze Nagel nass ist. Und das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Mehr ist es nicht. Also einfach nur einen Tropfen drauf. Und der Effekt ist wirklich Bombe. Also ich muss sagen, ich mag die Sprays zwar schon ein bisschen lieber vom Verwenden her, aber ich finde, der Effekt ist besser. Also die Lacke trocknen schneller mit dem. Und das Ergebnis ist echt ganz gut. Also ich hatte nur einmal, dass er leichte Verfärbungen gehabt hat, also nicht gleichmäßig aufgetropft worden ist. Ich weiß nicht genau, das war ein einmaliger Fall. Ich hoffe, das war nur wirklich einmal. Schaut mal, ob das bei euch auch so ist. Aber wenn es gleichmäßig auftropft, dass der ganze Nagel mit diesem Mittel dann bedeckt ist, ist es super. Ja. Also das ist eben so ein kleiner Tipp von mir. Gibt es ja auch, glaube ich, von Parabenmarken sowas. Und jetzt hat es eben Essence für wenig Geld rausgebracht und der Effekt ist super. Und ja, das war dann sozusagen mein kurzes Nagellack-Video mit Teddy-Tipp. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mal wieder so Nagellack-Tipps haben wollt von mir, weil ich bin ja ständig auf der Suche nach neuen Lacken leider. Ich liebe es einfach, neue Lacke zu tragen und verschiedene Farbkombinationen zu machen. Also bei mir ist es nicht so, dass ich die immer einzeln trage. Ich kombiniere die ja ständig. Wenn ihr nochmal ein Nagellack-Video haben wollt, sagt es mir bitte. Weil ich habe inzwischen extrem viele Nagellacke oder. Ich finde, es sind extrem viel. Also wenn ihr meine Nagelräder anschaut, die sind schon ziemlich voll geswatcht. Das ist echt schlimm, aber ja, nee, das ist ein Proberad. So, ich glaube, das. Ah ja, hier noch. Ich habe 7 Nagelräder mit Farben aufgeteilt und wenn ihr die mal sehen wollt, sagt es mir einfach. Ich finde, es sind ganz schöne Schätze dabei und ja. Ach ja, und wenn ihr es mal sehen wollt, hier teste ich momentan immer so meine Nagelsachen aus. Also wie die Überlacke reagieren mit diesem Mattlack, wie das dann aussieht, dann mit meinem Stift. Also das sind so Versuche, die ich dann einfach auf meinem Nagelrad mache. Ich finde das ganz praktisch. Ja, das war's dann.
Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen und vielleicht rennt ihr jetzt auch zum Teddy und schaut euch die Nagellacke an. Ich würde sie euch empfehlen, weil die mir echt gut gefallen. Ich hoffe, dass sie dann auch in der Qualität sehr gut sind und lang halten. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das ist ein erster Eindruck und ich bin vom ersten Eindruck her sehr begeistert. Ja, das war's, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt alle noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den habe ich euch auch geswatcht und zwar. Ja, wo denn? Ich muss jetzt noch ganz schnell suchen, Leute. Ich hab sofort. Oder auch nicht? Habe ich den denn? Glaubst du, das ist der? Das kann fast nicht sein. Ja, ihr Süßen. Ich finde gerade den Swatch nicht mehr. Das ist jetzt. Habe ich jetzt davon, dass ich nie rausschreibe, welcher Nagellack war? Mist. Also, ich finde. Ich sehe gerade. Ne, egal. Ich glaube, dass es dieser hier war. Oder? Muss fast.